Die Vorsitzende der CDU Deutschlands, Bundeskanzlerin Angela Merkel, hat heute zu Beginn der Präsidiumssitzung berichtet über das gestrige Treffen mit französischem Staatspräsidenten Sarkozy. Wir sehen in den Treffen, in den dort ins Auge gefassten nächsten Schritten ein wichtiges Signal insgesamt an Europa, an die Diskussion, aber auch in Frankreich und Deutschland, dass sich unsere beiden Länder im Schulterschluss weiterhin ihrer Verantwortung für die Stabilität unserer Währung, für eine gute Zukunft Europas stellen. Wir erwarten jetzt konkret im Hinblick auf die Lage in Griechenland den Bericht der Troika, die heute ihre Arbeit in Athen abschließt. Und dann wird es sicher erforderlich sein, in Auswertung dieses Berichts über die nächsten Schritte im Hinblick auf die Situation in Griechenland zu reden. Sollten in diesem Zusammenhang Maßnahmen zur Rekapitalisierung des Bankensystems erforderlich sein, so sind sicher zunächst die Banken selbst, dann die Nationalstaaten gefordert. Wir brauchen dann auch schnell einen entsprechenden Rahmen, die entsprechenden Instrumente sozusagen zu aktivieren, um im Interesse einer funktionierenden Wirtschaft, einer sicheren Kreditversorgung, im Interesse der Einlagen der Sparerinnen und Sparer hier zügig zu Schritten zu kommen, die gegebenenfalls notwendig sind, um Banken zu stabilisieren. Wir müssen Auswirkungen auf die Realwirtschaft nach Möglichkeit verhindern, jedenfalls abmildern. Deswegen werden diese Schritte ganz unmittelbar nach dem Bericht der Troika auf uns zukommen. Im Zuge der Situation des Bankensektors ist bei uns auch noch einmal besprochen worden die Frage, wie der Bankensektor selbst einen Beitrag leisten kann, sowohl finanziell als auch in den Instrumenten. Das hier allseits diskutierte Stichwort ist die Finanzmarkttransaktionssteuer. Sie muss aus unserer Sicht bald kommen. Die Kommission hat Vorschläge gemacht. Es ist wichtig, dass jetzt auch zügig ein Signal auf Umsetzung gestellt wird. Natürlich wünscht man sich so eine Besteuerung von Finanzmarktgeschäften am liebsten weltweit oder doch in der ganzen Europäischen Union. Ich bin jedoch auch der Überzeugung, dass die Eurozone bereit sein muss, hier voranzugehen, um zu einer entsprechenden Besteuerung zu kommen. Lassen Sie mich im Zusammenhang mit der Diskussion über Euro-Stabilität, die Weiterentwicklung der Europäischen Union erwähnen, dass wir in zwei Tagen hier im Haus unseren Europakongress durchführen werden. Stabiler Euro, starkes Europa mit Wolfgang Schäuble, mit Theo Weigel, mit Werner Langen aus dem Europäischen Parlament. Wir bündeln damit auch im Vorfeld unseres Bundesparteitages die intensive Diskussion, an der über 7.000 Aktive aus unserer Partei in den Regionalkonferenzen beteiligt waren, in der Diskussion mit unserer Parteivorsitzenden zum den Themen, die anstehen und da in besonderer Weise auch zum Thema Europa und Euro-Stabilität. Lassen Sie mich ein weiteres Thema ansprechen, das Thema Netzpolitik, Internet. Auch die sehr ernstzunehmenden Vorwürfe, die es von Seiten des Chaos Computer Clubs im Hinblick auf eine Software zur gleichsamen Ausspähung des Netzes geben kann, haben wir diskutiert. Wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst. Es ist für uns richtig, dass die Bundesregierung eine umfassende Prüfung umgehend zugesagt hat. Das ist erforderlich. Das Bundeskriminalamt hat bereits erklärt, die in Rede stehende Software nicht verwendet zu haben. Weitere Erklärungen anderer sind erforderlich, um insgesamt einen Überblick zu haben. Für uns ist genauso klar, wie wir uns zu notwendigen Ermittlungsmaßnahmen und Instrumenten auch im Internetzeitalter im Rahmen der Verfassungs- und Rechtsordnung bekennen, dass Recht und Gesetz in diesem Bereich unstreitig einzuhalten sind. Und nach dem, was behauptet wird über diese Software, wäre ihr Einsatz etwa mit den Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht vereinbar. Und deswegen muss es eine umfassende Aufklärung dieser Dinge geben, an der sich alle, auch die, die die Vorwürfe erheben, natürlich beteiligen müssen, um hier möglichst schnell Klarheit zu schaffen, dass diese Dinge aufgeklärt werden. Lassen Sie mich einen
dritten Punkt nennen, der uns besonders am Herzen liegt. Wir haben das Ergebnis zur Kenntnis genommen der gestrigen Parlamentswahlen in Polen. Das deutsch-polnische Verhältnis ist für uns ein besonderes, eine Herzensangelegenheit im Hinblick auf ein gutes Miteinander in der Europäischen Union und einen ganz wesentlichen Beitrag zu der guten Entwicklung dieses Verhältnisses hat Donald Tusk in den letzten Jahren geleistet. Wir freuen uns über seinen Wahlerfolg und sehen in ihm eine gute Grundlage, dieses für uns so wichtige deutsch-polnische Freundschaftsverhältnis weiter zu entwickeln und zu festigen. Und deswegen haben wir dieses Wahlergebnis mit großer Freude zur Kenntnis genommen. Vielen Dank.